Ja, hallo, hier ist der Michael vom Kanal IW77E. Ich habe meine THG-Quote über Fernergy als Kilometergutschrift bei Encharge auszahlen lassen. Wenn ihr euren Fahrstromanbieter, zum Beispiel Maingau, mit Encharge verknüpft habt, geht das Einlösen ganz automatisch. Für andere Fahrstromanbieter könnt ihr die Kilometer über Gutscheine einlösen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt am Beispiel von NBW. Bleibt dran! In der Encharge App wählt ihr Einlösen, dann den Filter Fahrstrom. Dort herunterscrollen, bis NBW erscheint und auswählen. Ein 20-Euro-Gutschein gibt es für 250 Kilometer. Das reicht für das Laden heute aus. Wir wählen die 250 Kilometer aus. Jetzt bestätigen wir nochmal, dass wir es wirklich einlösen wollen. Es wird uns ein Code angezeigt, den wir auf Buttonklick kopieren. Jetzt schauen wir nochmal, wie wir das einlösen. Wir wählen im Hauptmenü der Mobility Plus App den Punkt Zahlungsprofil aus. Dort wählen wir dann den Menüpunkt Zahlungsprofil aus. Dort scrollen wir dann herunter zu dem Punkt Guthaben. Wir wählen ihn aus und drücken dann rechts oben auf Einlösen. Jetzt können wir den Code, den wir in die Zwischenablage kopiert haben, einsetzen. Noch einmal fertig, bestätigen. Und wir haben unser Guthaben von 20 Euro auf dem NBW-Konto hinterlegt. Jetzt können wir den Ladevorgang starten. Dazu wählen wir den Menüpunkt Ladestationen. So, wir sind hier am Burgplatz. Wir klicken auf das Symbol für die Ladestation. Wir wählen jetzt Ladepunkt wählen aus. Da wird uns dann eine Liste der Ladesäulen angezeigt. Damit wir die richtige Ladesäule auswählen, schauen wir einfach mal an die Ladesäule, welche Nummer da dran steht. In unserem Fall endet der QR-Code mit 2817. Den suchen wir jetzt mal in der Liste aus. Wir wählen ihn. So, jetzt wird das Kabel eingesteckt ins Auto, in die Säule, auf den Button gedrückt. Und das Laden beginnt. Nachdem sich Auto und Ladesäule ein wenig unterhalten haben, startet der Ladevorgang. Es wird nochmal angezeigt, wie lange wir schon laden, wie der Preis für die Kilowattstunde ist. Und die Ladesäule freut sich, dass wir an ihr laden. Ja, zurück zum Auto. Beenden wir das Laden über den Menüpunkt Lademonitor. Ein Klick auf Beenden stoppt den Ladevorgang. Auch unser Auto meldet das. Ja, und die Ladesäule bedankt sich auch nochmal für die Ladung und wünscht uns eine gute Fahrt. Wir haben jetzt 29 Kilowattstunden für 13 Euro geladen. Bleiben noch knapp 7 Euro fürs nächste Mal als Guthaben. Wenn euch dieses Ladevideo gefallen hat, denkt an den Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Tschüss!